Die unglaubliche Geschichte des Bird's Eye Basel begann vor 25 Jahren als Experiment. Im Zwischennutzungsareal hatte es einen Raum mit einem wunderschönen Flügel drin. Und wir haben relativ spontan improvisiert, haben aus Abbruchmaterial haben wir eine Lüftung, eine Bühne und eine Bar zusammengebastelt und Konzerte organisieren. Eine Stereoanlage reichte als Verstärkung. Das Bird's Eye war geboren. Bald war es ein fester Bestandteil der Szene und über Basel hinaus etabliert. Nach 5 Jahren musste der Raum verlassen werden. Es war klar, dass es einen neuen Standort brauchte. Die Stiftung Lohnhof bot die Turnhalle des ehemaligen Untersuchungsgefängnisses an, der heutige Clubraum. Der Ort war perfekt. Leider verursachte das vorbeifahrende Tram alle 5 Minuten ein Erdbeben. Um den Raum trotzdem nutzbar zu machen, beschloss die Stiftung Lohnhof großzügig, einen Raum im Raum konstruieren zu lassen, um den Außenschall abzukoppeln. Der Boden wurde mit Beton ausgegossen, darauf Kautschukwürfel gelegt und darüber eine weitere Betonplatte mit dem frei schwingenden Innenraum montiert. Dadurch wurde erreicht, dass das Tram kaum mehr wahrnehmbar ist. Unter Einbezug eines Akustikers wurde der Betonbunker mit modernsten Dämmmaterialien ausgekleidet, die Decke als Bassabsorber konstruiert. Nach diesem aufwendigen Umbau wurde erwartet, eine optimale Konzertstätte zu haben. Es dauerte lange, bis man zur Einsicht kam, dass der Raum akustisch nicht ausgewogen und problematisch war. Es wurden Fachleute beigezogen. Deren Rezept, zusätzliche Dämpfungen einzubauen, brachte keine Verbesserung. Gleichzeitig versuchten die Tontechniker, mit elektronischen Mitteln Abhilfe zu schaffen. Es wurden immer mehr Lautsprecher und Monitore eingesetzt. Stundenlange Soundchecks ohne befriedigendes Ergebnis, Konzertbesucher, die sich die Ohren zuhielten, waren keine Seltenheit. Die Situation wurde immer unakzeptabler. Im Frühjahr 2012 beschloss das Bird's Eye, den Raum akustisch umzugestalten und die Beschallung auf den neuesten Stand zu bringen. Der Beginn einer 7 Jahre dauernden Odyssee. Auf der Suche nach Lösungen für die Akustik stieß Stefan Kurmann auf das RESPA-System von Georg Ignatius. RESPA steht für Resonanz-Spektral-Abstimmung. Experimente mit RESPA-Elementen und die Erfahrung mit einem Basslautsprecher, dessen Gehäuse mit dem RESPA-System gebaut war, beeindruckten und überzeugten Kurmann. Er hatte genug von den Symptombekämpfungen und wollte die Akustikmängel mithilfe des RESPA-Prinzips grundlegend lösen. Damit stieß er nicht nur auf Begeisterung. Die gängigen Lehrmeinungen in Frage zu stellen, führte zu heftigen Kontroversen. Also habe ich zuerst die Decke ausgekleidet mit einer Tapete, die mit RESPA-Struktur bedruckt ist. Somit kein Dämmmaterial entfernt. Und das hat auch gar nicht ausmachen nach herkömmlichen physikalischen Gesetzen. Hat aber wirklich viel ausgemacht und zwar sehr erfreulich. Infolgedessen wurde der Bühnenboden mit RESPA-Elementen ausgelegt, dann schrittweise Dämmplatten durch die aus Hartholz gefertigten RESPA-Elemente ersetzt. Zuerst die Wände um die Bühne, dann die Wände im ganzen Club. Auch Gipswände und Säulen wurden mit RESPA bestückt. Bekannterweise verursachen harte Platten Reflexionen. Der Raum gewann jedoch enorm an Qualität, was sich schon durch die verbesserte Sprachverständlichkeit bemerkbar machte. Bei wenig Publikum und lauten Instrumenten wie dem Schlagzeug war jedoch immer noch eine unangenehme Resonanz wahrnehmbar. Viele wollten das Absorbermaterial zurück oder vermuteten die Ursache im Gewölbe. Stefan Kurmann verstand nun, weshalb Georg Ignatius von Anbeginn auf den Boden im Publikumsbereich hinwies. Der unter dem dünnen Parkett versteckte Betonboden schwang unangenehm im Gesamtklang mit. Dieser Bereich wurde im Frühjahr 2019 ebenfalls mit RESPA-Elementen versehen. Alle Ursachen von unangenehmen Resonanzen sind gefunden und bereinigt worden. Zusätzlich wurden im Sommer die Türen mit RESPA-Tapeten versehen und die metallenen Füße der Tische gedämpft. Dass alles schwingt, ist nicht neu. Wir wollen Klang. Um die Ursachen von störenden Schwingungen aufzuspüren, müssen zuerst sämtliche Symptombekämpfungen entfernt werden. Erst dann können diese korrigiert statt bekämpft werden.
Wahnsinn! klingt total schön, ne? Also ist schon, ich meine, der Unterschied ist jetzt schon enorm. Ne? Akustik ist auch Geschmackssache. Die Qualität der Musik und die emotionale Wirkung auf den Zuhörer sind abhängig vom Raumklang. Für Posaune ist es ideal. Es ist irgendwie so, weil du hast irgendwie schöne Reflexionen. Es nimmt nicht wie oft in diesen designten Räumen, dieses macht dann ein bisschen so, wird dann so dumpf, es ist nicht hier. So, ja. Und es klingt halt warm. Die jetzige klare und sensible Akustik fordert den Musiker, sie zu nutzen und zu formen, alte Gewohnheiten loszulassen und Neues zu erschaffen und zu erkunden. Der akustische Raum, die Response vom Raum, ist für die Musiker und das Publikum, wie das Licht ist für den Filmer, den Fotograf oder den Maler. Und man kann das nicht wegmachen. Man kann das nicht, auch nicht austauschen mit etwas anderes. Denn die Musiker spielen mit diesem spezifischen Raum. Und jeder Konzert, jede Aufnahme ist eine Kombination dann. Ja? Das PA-Prinzip, bei welchem Lautsprecher auf das Publikum und Monitore auf die Musiker gerichtet sind, ist in einem kleinen Club meist eine schlechte Lösung. Musiker und Publikum werden durch zwei akustisch unterschiedliche Räume getrennt, zudem optisch durch die Lautsprecherboxen. Um akustisch getrennte Räume zu vermeiden, werden in vielen Clubs, wie anfangs auch im Bird's Eye, die Lautsprecher hinter der Band platziert. Sie dienen als Monitore für die Musiker und erzeugen den Klang für den gesamten Raum. Mit der Planung einer neuartigen 3D-Technik wollte man eine Beschallung ohne PA erschaffen. Viele Lautsprecher im ganzen Raum verteilt, ein Prozessor und ein digitales Mischpult sollten den Raumklang steuern. Das Prinzip ließ sich aber nicht verwirklichen. Das Projekt geriet in eine Sackgasse. Auf der Suche nach dem idealen Lautsprecher wurde Stefan Kuhrmann auf die Blumline Omniwave aufmerksam gemacht. Der Erfinder Leo de Klerk demonstrierte sein System im Bird's Eye. Unter Mitwirkung eines Pianotrios und einer Sängerin wurde getestet. Zur Überraschung aller produzierte das System einen einzigen Sound für den ganzen Raum. Die gesuchte Beschallung war gefunden. Die Omniwave-Rundstrahler, paarweise und im Raum verteilt, als nicht ortbare Phantomquellen, erzeugen einen transparenten Raumklang. Das Publikum hört den Klang immer noch von der Bühne. Die lauten und leisen Instrumente behalten ihre Charakteristiken. Verstärkte Instrumente wie Bass, Gitarre, Stimme etc. werden nicht als verstärkt wahrgenommen. Blumline hilft, den elektronisch verstärkten und den rein akustischen Klang zu vereinen und schafft eine direkte Verbindung zwischen Musiker und Publikum. Die Akustik war auf dem richtigen Weg, die Beschallung kam in Ordnung. Da tauchte plötzlich Corrado Faccioni auf. Von der Premium-Unterhaltungselektronik herkommend, beschäftigte er sich schon lange mit grundlegenden Problemen im Audiobereich. Die Ursachen, welche im Stromnetz, der Übertragung oder am Instrument, in harmonisch nicht zusammenpassenden Materialien oder Bauweisen liegen, kennt er. Nach gängigen Lehrmeinungen wirken Tontechniker solchen Problemen mit dem digitalen Mixer entgegen. Sie zeichnen andere Frequenzkurven, schneiden hier und manipulieren dort. Leute wie Corrado Faccioni gehen einen anderen Weg. Sie untersuchen die Quelle des Klangs, welche Faktoren diesen beeinflussen und wie optimiert werden kann. Dabei entwickeln sie manchmal Lösungen, welche gestandene Erkenntnisse ins Wanken bringen und nicht verstanden werden wollen. Phitone Resonators von Faccioni sind solche Lösungen. Präparierte Metallteile, welche am oder um das Instrument positioniert werden, zentrieren das eigentliche Ausgangssignal zu einem optimalen Klang. Mit seinem Wissen und der Phitone-Technik hat Faccioni sogar die an sich schon genialen Blumline Omniwaves optimieren können. Der Wechsel vom digitalen zum analogen Mixer, die richtigen Kabel und Stecker, der Einsatz von Erlund-Mikrofonen, Yamahiko-Pianotonabnehmer und weitere ausgesuchte Komponenten sind ergänzende Maßnahmen zur Optimierung der gesamten Installation.
Die Herausforderungen der siebenjährigen Odyssee sind erfolgreich bestanden. Dank Spezialisten und Querdenkern, welche herkömmliche Denkmuster in Frage stellten, tiefer gruben, forschten und geduldig unkonventionelle Methoden ausprobierten, um neue Wege zu finden. Das Bird's Eye scheute keine Mühe, optimale Voraussetzungen für inspirierende Musik und einzigartige Konzerterlebnisse zu schaffen. Ein großes Ziel ist erreicht.